So, zum Abschluss meines GR3-Tests auf meinem Blog möchte ich nochmal den Autofokus testen. Es gab gerade ein Firmware-Update auf die Version 1.1, bei dem insbesondere das Verhalten des Autofokus bei schummrigem Licht verbessert werden sollte. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Aktuell ist auf der Kamera noch die Firmware 1.0.0, also die alte. Und ich zeige jetzt mal, wie das Verhalten da vom Autofokus ist. AF-Hilfslicht habe ich abgeschaltet und ich fokussiere jetzt auf zwei unterschiedliche Motive. So, aber man merkt, dass insbesondere bei dem Motiv im Hintergrund, was recht kontrastarm ist und arg im schummrigen Licht ist, der Autofokus zwar irgendwann greift, aber doch A sehr pumpt und B zum Schluss sehr langsam läuft. So, jetzt läuft er wieder zurück. Jetzt hat das. Ne? Das ist schon, ich würde sagen, weit über eine Sekunde. Manchmal geht es schneller, aber meistens ist es doch sehr langsam. Okay, ich werde jetzt die aktuelle Firmware 1.1 aufspielen und den Test wiederholen. So, wir spielen jetzt das Update an. Dafür drücke ich die Menütaste und gleichzeitig die Power-Taste, um die Kamera einzuschalten. So, es wird angezeigt, Firmware-Update von 1.0.0 auf 1.1.0 und gehe auf Ausführen. Und jetzt warten wir einfach die Aktualisierung ab. Ja, geht relativ schnell. Aktualisierung abgeschlossen. So, das heißt, wir können jetzt die Kamera ausschalten und wieder einschalten. So, kontrollieren wir mal gerade die Version. Gehe wieder auf Menü, Info 1.1.0, die richtige Version. Und jetzt wiederholen wir den Test von vorhin. Das heißt, wir fangen wieder an zu fokussieren. Ja, gut. Also, ich würde sagen, im Motiv rechts, interessanterweise, ist es langsamer geworden, während im Motiv links, was so kontrastarm war, ist tatsächlich zielstrebiger fokussiert wird und der Fokus schneller gefunden wird. Das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Also, man kann sagen, er ist in den dunklen Partien auf jeden Fall schneller geworden. Aber gefühlt beim Motiv rechts, was kontrastreicher ist, ist er wirklich ein wenig langsamer geworden. Ja, jetzt findet er gar keinen Fokus. Okay. Gut, okay. Dieser Test ist natürlich eigentlich nur ein Schnelltest. Ich möchte jetzt nicht großartig relativieren, aber also unter diesen speziellen Bedingungen ist jetzt der Fortschritt, sag ich mal, überschaubar. Er ist definitiv beim linken Motiv schneller geworden. Naja, vielleicht aber auch nicht. Er findet jetzt auch gar keinen Fokus mehr. Gut, okay, da wird sich da werden weitere Praxistests notwendig sein. Der erste Versuch ist erstmal für mich ein bisschen ernüchternd. Aber ich werde heute Abend einfach nochmal ein bisschen in Real Life probieren und mal gucken, wie es sich da so bewährt. Und berichten. Vielen Dank.